diszipliniert und ehrgeizig, ob beim Fitness oder bei ihren Modeljobs. Anahita Rehbein gibt immer 100%. Um so top in Form zu bleiben, trainiert die Stuttgarterin auch viel. Bei ihrer Figur kann man es sich kaum vorstellen, dass sie auch eine kleine kalorienreiche Schwäche hat. Aber dazu später mehr. Die 23-Jährige hat gerade ein Ziel vor Augen. Sie will die Schönste von Deutschland werden. Mittlerweile ist es dann schon auch ein Traum von mir, Miss Germany zu werden. Aber es war jetzt nicht so, dass ich seit ich 14 bin gesagt habe, ich möchte Miss Germany werden. Oder ja, es hat sich so mit der Zeit entwickelt. Angefangen hat alles vor nicht mal einem Jahr. Im Sommer gewinnt sie die Wahl zur Miss Bodensee. Im November wird Anahita dann auch zur Miss Baden-Württemberg gekürt. Und das alles neben ihrem Studium der Bildungswissenschaften in Ludwigsburg. Noch ist das Modeln für sie ein Hobby. Auf die Wahl bereitet sich die frühere Triathletin mit Sport vor. Einmal am Tag muss für sie schon sein, vor allem jetzt so kurz vor dem Wettbewerb. Dafür schaut die 1,73 Meter große Schwäbin zum Teil auch noch vor der Uni im Fitnessstudio vorbei. Also ich denke mal, wenn du irgendwas mit dem ganzen Herzen machst und da voll dabei bist, dann merkst du es, glaube ich, gar nicht, wie viel du machst. Und ich muss auch zugeben, wenn ich, glaube ich, nicht in Sport gehen würde, dann wäre ich einfach unausgeglichen und, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch zickig. Und ich esse halt auch so gerne, also muss ich so viel Sport machen. Und Doch der hilft Anahita gerade auch nicht wirklich, bei all dem Stress so kurz vor der Misswahl. Später beim Videodreh erzählt sie uns: Ich bin sehr, sehr aufgeregt und ich bin gerade wirklich super zickig, super schlecht drauf und einfach nur mega angespannt. Also wirklich alle, die gerade in meinem Umfeld sozusagen sind, haben es echt schwer mit mir und die tun mir auch wirklich leid. Ich will gar nicht so sein, aber irgendwie, ja, ich bin echt zickig gerade. Am Set lässt sie sich davon aber nichts anmerken. Wie sie selbst sagt, machen ihr Videoaufnahmen mehr Spaß als nur Fotoshootings, da sie da in andere Rollen schlüpfen kann. Der Dreh heute für eine Kaffeemaschine ist wie gemacht für sie. Die zweitgrößte Schwäche, die ich habe nach Schokolade, ist auf jeden Fall Kaffee. Also ich würde mich wirklich als kaffeesüchtig bezeichnen. Kaffeesüchtig und Schokoladenaschen? Wir halten fest, auch eine angehende Miss Germany darf mal sündigen. Diesen Samstag gibt es dann aber keine Schoki, sondern da heißt es volle Konzentration. Im Europapark tritt die gebürtige Sigmaringerin gegen 22 Konkurrentinnen an. Bei der Miss Germany Wahl, da kommt es, glaube ich, nicht nur auf das Optische drauf an, sondern die legen wirklich auf alles Wert, also wie du bist charakterlich, wie deine Aura ist, wie du mit anderen Menschen umgehst, wie deine soziale Kompetenz ist, auch mit die Teamfähigkeit, denke ich mal. Das alles in Bestform muss eine Miss Germany mitbringen. Sollte Anahita am Samstag die Wahl gewinnen, würde es dann aber erst richtig losgehen. Mehr als 200 Auftritte würden dann auf sie zukommen. Viel Arbeit, aber für Anahita geht damit ein Traum in Erfüllung. Ich freue mich einfach mega drauf und ich würde mich mega freuen, natürlich Deutschland zu vertreten.